Ich gehe von der Hochgradbahn Talstation durch das Ehrenschwanger Tal bis zur hinteren Siemertsgutalpe, die man in einer halben Stunde erreicht. Von hier beginnt der eigentliche Aufstieg über die Brunnenau zum Gelschenwanger Kopf und weiter zum Rindalpon. Auch bei der Tour ist Trittsicherheit, Schwindelfreiheit Voraussetzung. Durch ein Waldstück geht es dann steil nach oben, ehe uns eine Alpe mit Blumen begrüßt. Unweit davon kommt man zu dem sehenswerten Brunnenau-Wasserfall. Nach dem zweiten Hochwald eröffnet sich dann der Blick zu den markanten Nagelfluhfelsen. Nach dem Schnee folgt gleich der Huflattich. Der obere Abschnitt vor Erreichen der Brunnenau Scharte zum Felsgrat ist der Steig mit Drahtseilen gesichert, die teilweise im Frühjahr noch mit Schnee bedeckt sind. Hier wird schon, wie erwähnt, sicheres Gehen sowie Schwindelfreiheit verlangt. Nach knapp einer Stunde bin ich nun an der Brunnenau-Scharte angelangt. Und ein herrlicher Blick von der Scharte nach Süden in die Allgäuer Alpen. Nochmal die Aufstiegsroute bis zur Scharte. Und der weitere Wegverlauf von der Brunnenau-Scharte zum Hochgrat. Und in östlicher Richtung die gut erkennbare Aufstiegsroute zum Rindalphorn. Teilweise sind doch Mitte April noch einige Schneefelder zu queren. Nach 3,5 Stunden Aufstieg habe ich nun das 1821 Meter hohe Rindalphorn erreicht. Nach dem Hochgrat ist es der zweithöchste Gipfel an der ganzen Nagelfluhkette. Der Gipfel, ein ausgezeichneter Aussichtsberg, bei dem bei guter Sicht das Appenzeller Land im Westen mit dem Sentis, im Süden der Bregenzer Wald, die Allgäuer Alpen sowie die Zugspitze im Osten zu sehen sind. Nach der vielen Aussicht nochmal ein Blick ins Ehrenschwanger Tal
Rechts hier unten im Hintergrund ist der Parkplatz der Hochgradbahn. Nochmal ein Blick nach Westen, der Gelschenwanger Kopf und dahinter der Hochgrat. Und damit endet nun auch die Tour zum Rindalphorn.